Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um ein Thema, das ist schon ein bisschen ein paar Tage alt. Ich habe den Artikel habe ich mir mal gemerkt und habe mir gedacht, na, wenn du da mal wieder dran denkst, dann bringst du da mal dran. Und jetzt habe ich dran gedacht. Und zwar geht es darum, dass in den Niederlanden, wir wissen, dass in Holland ja schon ziemlich viele Elektroautos unterwegs sind, dass da auch sehr viele Ladestationen tatsächlich schon gibt. Und da braucht man also nur mal auf die Karte von Amsterdam schauen, da wird es einem ganz schwummrig, da ist an jeder Straßenecke gibt es da Ladestationen mit 11 kW, 2x11 kW, die zum Kilowattstundenpreis abrechnen und auch keinen Parkplatz dort kosten. Ja, das sind Tausende, also das sind wirklich sehr viele. Und in den Niederlanden haben sie jetzt in Amsterdam eben in einem Kindergarten jetzt mal ein Versuchsprojekt gemacht. Und zwar haben die jetzt in dem Kindergarten eine Ladestation aufgestellt, die ein bisschen adaptiert, dass halt für Kinder erreichbar ist, also nicht so hoch gelegt, sondern halt ein bisschen niedriger gemacht, dass also die Kindergartenkinder da auch gut hinkommen. Und haben dann also das dann so gemacht, dass sie da auch die Autos irgendwie adaptiert haben und dann halt spezielle Stecker gemacht haben, damit es halt auch dann ein bisschen realistisch für die ist. Und die lernen dann, die Kinder jetzt schon den Umgang mit den Steckern und lernen also quasi, wie man ein Elektroauto auflädt. Und das Ganze halt können sie im Kindergarten halt eben machen. Das finde ich eine schöne Geschichte, müssen dann auch mit einer Karte sich authentifizieren und so weiter und lernen sozusagen da live, wie es dann mal in Zukunft sein wird. Und das finde ich total cool. Also, weil, überlegt mal, also eine Verbrennertankstelle in den Kindergarten zu bringen, da würde keiner auf die Idee kommen. Also das käme gar nicht zur Diskussion, da so hoch entzündbare Stoffe in einen Kindergarten reinzubringen. Aber mit einem Elektroauto, mit einer Ladestation funktioniert das. Ne? Und finde die Idee also auf alle Fälle cool, weil vor allem dann auch die Kinder natürlich als Multiplikatoren sind und dann halt auch das zu den Eltern halt dann getragen wird und die Kinder dann sagen, ja, das kann ich, kann schon das Auto aufladen. Beim Verbrenner darf ich das nicht, aber beim Elektroauto kann ich das. Ne? Tja. Ja, ist auf alle Fälle eine schöne Geschichte, eine tolle Idee. Das wäre natürlich was für uns, ne? Also dass man das auch mal in der Schule lernt. Aber, naja, sag jetzt mal, da wird man bei uns in unseren Landen hier auf Kredit beißen, bevor sowas kommt, glaube ich. Ja, da sind unsere, ja, leider etwas rückwärts gerichtet. Ich weiß gar nicht, ob in den Fahrschulen, das könnte vielleicht mal jemand unten reinschreiben, also ich weiß nicht, ob in den Fahrschulen das schon gelehrt wird, wie man Elektroautos lädt, keine Ahnung. Das wäre auf alle Fälle angebracht. Ob das schon der Fall ist, schreibt es einfach mal unten rein in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja jemanden, der Fahrlehrer ist, der das sagen kann, ob es da also auch schon in den Fahrschulen da Training gibt, weil soweit ich weiß, damals gab es auf alle Fälle Training, wie betanke ich das Auto. Also das musste man in der Fahrschule auch mal machen. Und ich denke, das wäre natürlich sehr sinnvoll, wenn man sowas dann auch fürs Elektroauto halt dann eben anbietet. Ich weiß, dass ein paar Fragen dabei sind im Fragenkatalog schon, was das Elektroauto betrifft und auch im Unterricht, aber ob es jetzt tatsächlich auch Praxisunterricht gibt, das wäre mal interessant. Jo, schöne Geschichte, gefällt mir gut, könnte ich mir bei uns auch gut vorstellen. Das wäre auf alle Fälle mal was, damit die Kinder, bis die in 18 Jahren, man weiß nicht, ob die dann überhaupt noch selber fahren, aber die werden dann sicherlich nicht mehr mit dem Verbrenner fahren, sondern die werden tatsächlich dann elektrisch fahren und dann
lernen sie es heute schon, ne? Wie es funktioniert. Tja, Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.